So Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time mit 3D Master Quest. Hier im Wassertempel. Beim letzten Mal haben wir noch ein bisschen gesidequestet. Sind jetzt im Wassertempel. Eigentlich hätte ich vor, einen Gastkommentator, beziehungsweise eine Gastkommentatorin mit dabei zu haben jetzt. Aber das hat sich zeitlich nicht so ganz ergeben. Deswegen hat es erst ein bisschen gedauert, bis ich wieder aufgenommen habe. Also, das war der erste Grund, weswegen ich da lange nicht mehr aufgenommen habe. Und der zweite Grund war, dass mir die Zeit gefehlt hat irgendwo. Und die allgemein war die Zeit für YouTube nicht so groß da. Habe ich immer Luigi's Mansion gemacht, aber mehr auch nicht. Und jetzt sind wir im Wassertempel. Ja. Es ist ganz nebenbei kurz vor 12. Ich muss morgen um 10 in der Uni sein. Das heißt, ich habe jetzt nicht Zeit, den ganzen Tempel zu machen. Aber ich habe gesagt, also es ist Donnerstag, nee, Mittwoch noch. Es ist Mittwoch, der 21.12. Ich habe gesagt, ich nehme heute noch auf, damit ihr wieder einen Part habt. Heißt, ich werde jetzt einen Part aufnehmen und mich dann um alles Weitere kümmern. Ich versuche in diesem Part, wenn möglich, sämtliche Stahlfossen und ähnliche Konsorten zu umgehen. Weil ich weiß, dass ich, glaube ich, mit meinem aktuellen geistigen Zustand der Müdigkeit mit einem Stahlfossritter nicht so ganz klarkommen würde. Hier ist ein Schalter. Das ist auch schon mal schön. Wir schauen uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen hier oben. Öffne eine random Tür, die wahrscheinlich nicht offen bleiben wird. Nein, natürlich nicht. Nein, ich glaube, ich wäre mit einem Stahlfossritter dezent überfordert, muss ich doch sagen. Deswegen lassen wir das jetzt mal außen vor. Komm noch rein. Komme ich denn dahin? Im besten Falle nicht zu einem Stahlfossritter. Wie gesagt, der Stahlfossritter-Spam in dem Spiel ist hoch. Kann ich da oben nicht schon was machen? Also vor allem auch wieder hier in diesem Dungeon fallen mir, glaube ich, spontan gerade wieder zwei Orte ein, wo es am Ende um Stahlfossritter oder nicht geht. Oh. Unnötiger Schaden ist unnötig. Ist fuck. Okay. Wo ist nochmal? Diesmal nicht mit runterfallen. Fast. Stempeln wir ab unter fast. Hier oben ist auf jeden Fall, hier sind Kisten. Ich sollte meine Eisenstiefel ausziehen. Und ja, oh, Herzen. Das ist nett. Danke, Spiel. Dankeschön, Spiel. Das war nicht die Kiste, aber okay. Das war immer noch nicht die Kiste. Das war die Kiste. Ist hier noch was drin? Spiel, ich trau dir alles zu. Ich habe den Wassertempel in Master Quest nicht mehr im Kopf. Also nur noch ganz grob. Ich weiß nur, dass er mich ziemlich abfacken wird und dass ich wahrscheinlich mindestens wieder einmal sterben werde. Aber hey, das ist ja nichts Neues. Sollte man meinen. So, machen wir es mal so. Ohne Schaden im besten Fall hier durchgehen. Ich habe auch, wie gesagt, ich möchte, wenn möglich, sämtlichen Stahlfoss ausweichen, die es in diesem Dungeon gibt. Ich werde es eh nicht schaffen. Wie gesagt, der Stahlfoss-Spam in diesem Dungeon ist einfach real. So gefühlt, ihr dritter Gegner ist ein Stahlfoss. Na gut, so schlimm ist er doch wieder nicht. Rollen konnte man unter Wasser, ne? Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, komme ich direkt zu den ersten. Will ich es überhaupt probieren? Okay, hier ist noch zu. Also, gut. Das heißt, wir haben erstmal sowieso nur einen Weg offen. Heißt, wir gehen da mal weiter. Oh Mann, ich sehe die ganzen Tode schon kommen. Oh, Spaß. Naja, schauen wir mal. Noch ist nicht alle Tage Abend, wir haben noch nichts geschafft. Aber okay. Uto, na, gibt's denn sowas? Du lebst ja auch noch. Oh, wenn ich mich recht entsinne, Mo. Du bist Mo, oder? Ich bin es, Uto, deine Braut, die Prinzessin des Soras. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Link. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren verschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Soras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Soras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Soras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Nicht willst, sondern wirst sowieso, ne? Ganz wichtig. Mo, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Okay. Marisch. Hier unten kommen wir gerade sowieso nicht weiter. Ja. Länge Cutscene ist lang. Weil hier müssten wir Fackeln anzünden, die wir schlecht anzünden können unter Wasser. Weil Feuer unter Wasser, kennen wir ja, brennt nicht so gut. Ah, hier kommen wir sogar schon rein, ne? Das ist
Ich habe das Gefühl, dass mir gleich ein Schaf auf den Kopf fällt, obwohl wir unter Wasser sind. Auch gut. Was hat man wieder so zu sagen eigentlich? Hier scheint was Ungewöhnliches zu sein. Okay, was haben wir hier nochmal gehabt? Hier kann man doch, glaube ich, eine Kiste spawnen lassen, ne? Ja. Kann ich unter Wasser Kisten öffnen? Also, in Twilight Princess ging das meines Wissens. In Ocarina of Time nicht. Okay. Was ist da hinten? Ui, Magie. Brauchen wir zwar nicht, aber egal. Nehmen wir mal mit. Schaden kann es nicht. Normalerweise, also im Original ist hier zu. Aber auch okay. Ja, ich sehe schon wieder irgendwelche Zeitblöcke. Oh Mann, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Die nächste Staffel fällt mir doch eh gleich wieder auf den Kopf. Ich hab echt Paranoia, Leute. Ich habe richtig Paranoia. Ich will in dieser Zeit keinem Staffel mehr begegnen. Ah, ja, ich erinnere mich an das Rätsel. Jener, der den Zugang auf dem Grund des Sees öffnen will, möge ein Schlaflied aus königlicher Überlieferung spielen. Genau. Und damit können wir jetzt hier, Zeldas... Danke. Zeldas Wiegenlied spielen. Richtige Reihenfolge. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das die richtige Reihenfolge war, aber es stimmt alles noch. Wunderbar. Dann können wir nämlich den Wasserstand absenken, wie wir jetzt gleich sehen werden. Genau. Denn hier ist einer dieser Punkte, wo man den Wasserstand verstellen kann, wie Ruto uns bereits gesagt hat. Ganz nebenbei, Ruto ist weg. Für alle, die es nicht bemerkt haben, wo die Frau schon wieder hin ist, keiner weiß es. Aber okay. Jetzt erstmal zünden wir die Fackeln hier oben in den Ecken des Raums an. Ist ein bisschen tricky, dass die da oben in der Ecke versteckt sind. Und hier braucht man ganz nebenbei dann auch zum ersten Mal den Feuer-Inferno. Meine ich zum ersten Mal. Und ich... Was wetten wir, dass dahinter jetzt Stahlfaustritter sind? Oder wenigstens einer. Drei! Oh, schön! Kann man die eigentlich auch einfach mit Blitzfeuer-Inferno besiegen? Nö, kann man nicht. Geil! Das sieht man doch gerne. Drei Stahlfaustritter. Wie war das nochmal mit? Ich möchte gerne schauen, dass ich heute mal nicht gegen Stahlfaustritter kämpfen muss, wenn ich müde bin. Okay, einer ist weg. Hier steht aber nicht wieder auf. Oh Gott. Ich bin etwas in Panik in innerer. Vor allem, weil der eine immer hinter mich läuft. Ich bleib ruhig. Das wird heute kein Death Counter für mich. Ich hatte ganz nebenbei recht mit meinem Tipp, dass es Stahlfaustritter sind, die mich hier erwarten werden. Schön, dass er mich nicht getroffen hat, ganz nebenbei mit der Sprungattacke. Du kommst auch her, mein Freund. Defensiv spielen. Komm her. Mein Puls ist schon wieder auf 180. Das ist wunderbar, wenn man gleich schlafen gehen möchte danach. Beziehungsweise danach werde ich eh noch erst ein Video schneiden. Wem mache ich was vor? Komm her. Bisschen vorsichtig. Nee, offensiv gehe ich in diesen Kampf nicht. Aber wenigstens ist es ein Raum, in dem ich viel Platz habe. Bloß nicht zu früh den Schild senken. Das, kann tödlich enden. Oh, Mann. Oh. That was close. Gib mir auch was auch immer hier ist. Mein Herz ist gerade echt davon, dass ich mache bomb, 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 bomb. Gut. Holen wir uns erstmal ab, was hier drin ist. Ich glaube, hier drin war, ich weiß es nicht mehr. Karte, Kompass. Dungeon-Item wäre etwas früh. Du, Karte. Ich weiß gar nicht, ob das da ist, wo es im Original auch ist, aber... Also das Dungeon-Item. Aber hey, hat es gerade geleckt ein bisschen? Ich weiß nicht. Ich glaube, meine Capture-Card qualmt mir irgendwann noch ab. Ich hoffe es mal nicht. Gehen wir einfach davon aus, dass es nicht passieren wird. Ich weiß, dass man hier runterspringen kann, ohne Schaden zu bekommen. Danke. Fragt mich nicht, warum, Leute. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich durch diesen Raum gehe, wenn ich durch diese Tür gehen werde, werde ich wieder zwei Stahlfaustrittern gegenüberstehen. Ich triggere mindestens zwei Stahlfaustrittern. Warum? Na, so eine persönliche Vermutung. Aber das geht ja noch. Ich finde die Räume, denen wir jetzt sind, wenigstens auch übersichtlich. Noch mehr Magie, okay. Große Räume sind immer gut. Stahlfaustritter? Nein. Das ist zu einfach. Stahlfaustritter? Hui! Ja gut, ich wusste, dass noch irgendwas kommt. Da habe ich mich jetzt aber erschreckt.
Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung mehr, was hier passiert, aber ich habe es schon misstrauisch begutachtet. Sagen wir es mal so, wenigstens keine Instant-Kill-Gegner. Und ganz ehrlich, mit denen erlaube ich mir jetzt ein bisschen Spaß. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist weg. So macht man das ganz einfach. Aber es ist echt so, ich überlege mir dreimal, ob ich wirklich mein Ding einsetze, mein Bigoron-Schwert, weil ich halt einfach meine Defensive damit hart vernachlässige. Erstmal Truhe öffnen, reinschauen, gucken, was drin ist. Der Gedanke, dass einen fast alles killen kann, ist doch dezent befremdlich und ich glaube, ich weiß damit jetzt auch schon wieder, wo das andere Item ist. Okay, schön, dass der Trigger noch da ist, aber in Ordnung. Ah! Ganz nebenbei, jetzt schon dezente Paranoia. Aber okay. Da wollen wir hin. Plopp. Sweet. Jetzt öffnen wir die Truhe hier. Wenn jetzt hier mir gleich ein Stahlfuss auf den Kopf springt, kriege ich die Krise. Ist das schon das Dungeon-Item? So früh schon? War das ein Masterquest echt so früh? Jo, okay, nice. Der Enterhaken. Dies ist ein viel besserer Fanghaken. Er reicht doppelt so weit. Sweet. Wenn ihr irgendwelche Lags bemerken solltet, dass es irgendwie mal Frame-Drops gibt oder sowas, dann sagt mir bitte Bescheid, ne? Das wäre gut zu wissen. Ich bin fast in der Fackel gelandet. Ist auch gut. Eigentlich sollte ich es auch merken. Also, bei so Szenenwechseln vielleicht nicht zwingend, aber bei anderen Situationen. Da ist immer noch zu. Da ist auch zu. Schauen wir uns mal gründlich um. Ich denke, ich werde jetzt einen Part aufnehmen, so die 10 Minuten. Noch 10 Minuten etwa. Und dann werde ich aber auch Schluss machen für heute. Denn, wie gesagt, eigentlich dachte ich mir so, nee, eigentlich willst du nicht mehr aufnehmen, oder? Es ist zu spät und du bist recht müde. Hast keinen Bock auf Stahlforce-Action. Um es mal nett auszudrücken. Das ist ein Fackel in der Decke, okay. Aber dann kam so, ja gut, ich habe gesagt, ich nehme heute noch einen Part auf und dann habt ihr wenigstens mal noch was, hoffentlich, wenn ich es richtig verarbeitet bekomme, für die nächsten Tage. Dementsprechend dachte ich mir so, okay. Okay, machen wir es einfach mal. Moment, gehen wir erst mal, bevor ich jetzt hier irgendwas stelle, da hoch. Kriege ich dich hier gespawnt? Schauen wir mal. Schauen wir doch mal, ob wir den Block darunter bekommen. Nein, natürlich nicht. Das wird jetzt wieder ein Krampf. Da oben ist nämlich ein Zeitblock, habt ihr ja schon gesehen. Und den kann man da sicher auch irgendwie runterbekommen. Hier vielleicht? Schauen wir mal. Wir haben ja noch ein paar Positionen, in denen wir es ausprobieren können. So riesig sind die Flächen dann auch wieder nicht. Sollte man meinen, ne? Heißt nicht, dass es nicht so ist. Oder es ist tatsächlich von... Ich will da jetzt nicht ganz runterfallen. Ich will... Dann gehe ich mal dahin. Schauen wir es mal hier an. Und? Ja! Dankeschön! Funktioniert doch. Das Schöne an Unterwasserpassagen ist, uns kann kein Stahlfoss begegnen. Das ist irgendwie... Naja, es beruhigt mich. Kann ich drauf springen von hier aus? Never, oder? Frage, wie komme ich auf das Ding drauf? Also, ich wage jetzt mal schwer zu behaupten, dass ich da nicht einfach drauf springen kann. Dafür ist es doch dezent zu hoch. Hm. Oder? Ich will es, ehrlich gesagt, irgendwie nicht ganz ausprobieren, aber... Nee. Ui, das hätte auch in die Hose gehen können. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wie man drauf kommt. Okay, alles klar. Ich habe einen Gedanken gefasst, der mich auf die richtige Lösung bringen könnte. Wenn wir dann demnächst mal probieren, weil gerade kommen wir da, glaube ich, noch nicht hin. Da brauchen wir erst einen höheren Wasserstand, denke ich. Denn es gibt ja drei Ebenen, auf die wir das Wasser verstellen können. Die ganz tiefe, die mittlere, die wir jetzt haben, und die ganz hohe, wie es am Anfang war. Das heißt, wir müssen noch einmal herkommen, wenn wir das Wasser auf Maximum-Ebene gestellt haben, denke ich. Meine ich. Frage ist nur, wie kommen wir dann hier rein? Das könnte interessant werden. Die Tür halt irgendwie, aber... Okay. Könnte lustig werden. Schauen wir mal. Früher oder später werden wir eh noch mehr herkommen. Juhu! Ganz nebenbei, oh. Gut, wir kommen doch noch nicht hier weiter. Komm mal nur zurück. Wie war das nochmal in Master Quest?
So wird das Ganze nebenbei noch ein bisschen gehen. Wir brauchen, glaube ich, den Wasserstand ganz oben. Safe. War das Ding schon offen, wenn wir das Ganze... Bleibt das Ding offen? Ich glaube, wir müssen da jetzt da drüben rein, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ich weiß es doch nicht. Drüben ist auf jeden Fall ein Ort, wo wir hin können. Das ist ein Schalter. Dezent, nicht kompliziert. Finde ich gut. Mag so einfache Rätsel. Schalter, der neben der Tür. Geht auf, geht zu. Will ich da rein? Ich komme nachher nicht zurück. Machen wir's. Ich muss eh früher später da rein. Hoffentlich komme ich nachher irgendwie wieder raus. Das wäre ganz nett. Hätte ich dezent nichts gegen. Ich glaube sogar, ich weiß, wo ich bin. Wir waren irgendwo noch Exalfos. Quite sure. Und das Goldhuller. Ich meine, hier waren Exalfos. Nein. Irgendwie hat er mich nicht getroffen, aber gut. Ich war kurz ruhig, weil ich dann so... Das ist dieser Konzentrationsmodus. Hier irgendwas drin? In irgendeiner Kiste? Nö. Okay, alles klar. Hier. Pfeile. Sweet. Der Kiste. Magie. Sweet. Bringt mir... Was genau? Ah, da ist eine Fackel drin. I see. Na gut. Rätsel sollte leicht zu lösen sein, würde ich behaupten. Ich denke... In einer von den Dingern... Dazu gönne ich mir ganz nebenbei eine Bombe, weil ich keine Lust habe, dass die Skulptur mich gleich anspringt. Eine von den Dingern sollte dementsprechend die gesuchte Skulptur sein. Wir killen sie gleich mit. Ah, sie war hinter den Kisten. Okay. Sie war nicht drin, sie war dahinter. Das ist natürlich wieder was ganz was anderes. Ach, komm! Weißt du was? Ich habe einfach keinen Bock auf dich. Rip. So macht man das auf die stylische Art und Weise. Safe, runtergespielt, da kassiert nichts. Da sterben die Dinger einfach und gut ist. Mehr sollen sie auch nicht tun. Ab nach oben. Eieiei. Wer hat mich nochmal auf die Idee gebracht, das Spiel mit drei Herzen zu spielen? Und ohne Heil-Items? Ach, danke ich. War lieb von dir. Wäre ich so nicht drauf gekommen. Hm. Ich muss jetzt, glaube ich, eh hier rein, ne? Ja, das passt ganz gut. Da ist es nämlich jetzt der Raum, in dem wir vorhin schon waren. Ich frage mich nur, ob wir diesmal irgendwelche Gegner erwarten. Ich glaube nicht. Ich hoffe es mal. Nebenbei haben wir jetzt einen coolen Interhaken, möchte ich kurz anmerken. Den hatten wir vorher nicht. Wunderbar. Ich glaube, der Raum ist genauso aufgebaut wie vorher auch. Das Einzige, was uns gerade interessiert, ist, dass wir mal kurz hier reinschauen wollen. Vielleicht ist da irgendwie Magie drin oder sowas. Don't know. Maybe. Wenn ich denn richtig rollen würde, wäre das noch ein bisschen einfacher, weil dann würde ich die Kiste noch treffen. Aber ich glaube, hier ist keine Magie drin. Okay. Nehme ich. Heißt, wir nehmen uns eine so eine Kiste mit. Und versuchen... Warte mal ganz kurz. Ist sie jetzt ganz? Sweet. Nehme ich. Nehmen wir mit. Passt doch. Seine Nase. Passt doch alles wunderbar. Jo. Hier sollten wir eigentlich genau rüberkommen, ohne uns irgendwo dranhängen zu müssen. Wunderprächtig. So sieht man das doch gerne. Die Tür bleibt tatsächlich offen. Ich hoffe, sie bleibt auch offen, wenn ich den Wasserstand noch ein bisschen höher stelle. Die habe ich außerdem voll übersehen, die Tür vorhin, als wir da lang gegangen sind. Weil dementsprechend hätte ich dann auch schon darin gekonnt. Aber okay. Weiter geht's. Na und wo ist der nächste Stahlfaust, den ich auf den Kopf springen möchte? Loch in der Decke. Ich trau dir nicht. Ich trau dir absolut nicht. Wobei, ich glaube, diesmal lasse ich es ein bisschen langsamer angehen mit dir, Kollege. Ich habe einfach ein paar Mal drauf. Gut ist. Das ist ein Schalter. Der ist ein bisschen im Boden versteckt, möchte ich kurz anmerken. Aber okay. Ich roll partout immer neben die Kiste und nicht gegen die Kiste. Ist auch gut. Muss mir nur echt nur merken. Ich reinschießen. So, keine Ahnung, was da jetzt gerade rauskam, aber okay. Ich muss mir nur merken, was ich jetzt schon gemacht habe in dem Dungeon, wenn ich jetzt dann das jetzt so beende. Ich denke, ich kann hier einfach... Ich glaube, ich muss mich da hinstellen, ne? Oh, oder ja. Gut, man kann es auch so machen. Ich hätte da was im Kopf mit einem Geysir, aber naja, gut. Au, das hätte auch wehtun können. Aber das war anscheinend nicht cool genug für Master Quest. Oder zu cool für Master Quest, ich weiß es nicht.
Hier ist irgendwo eine goldene Skulltula. Hier. Nehmen wir. Nice. Wunderprächtig. Hier drin noch irgendwas Interessantes? Nee. So. Nö. Okay, passt. Weiter. Nehmen wir so an. Oh, ja, Navi hat irgendwas zu meckern. Nö, oder doch nicht. Du kannst dich auch nicht entscheiden, Navi. Ah, jetzt können wir... Hier ist ein Fangartenpunkt. Hätten wir uns den Weg ja sparen können auch. Das wäre interessant. So, ich würde sagen, wir zünden jetzt noch die Fackeln da oben an. Oder machen wir das? Wir schauen jetzt nach, ob das Ding noch offen ist, wenn ich jetzt den Messerstand hochstelle. Das wäre das Interessanteste für mich gerade. Aber viel werde ich jetzt nicht mehr machen. Ui! Komm, geh runter. Ganz nebenbei. Das wollte ich nicht. Interessant, dass in diesem Raum keinerlei Gegner sind. Im Original waren hier jede Menge Gegner. Tatsache, der Raum ist offen. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt darum kümmern, was in diesem Raum ist und was wir da zu tun haben, dreht sich die Kamera um. Auch schön, dann gehe ich mal in den Raum vielleicht noch rein. So. Ja, das sieht doch ganz schick aus. Leute, ich würde sagen, das war's für heute von Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War jetzt der erste Einblick in den Dungeon. Die nächste Session wird dann den Rest des Dungeons beinhalten. Ich muss jetzt erstmal bald schlafen gehen, sonst... Also ich kann nicht nochmal Stalfos besiegen. Kriegt mein Hirn, glaube ich, zu der Uhrzeit nicht mehr hin. Aber okay. Wir haben 3 Stalfos überlebt. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Naja, was soll's. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder right here in place im Wassertempel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.